die Gangster. Das sind Sascha. Gerade ist gekommen, Mann. Ah, komm, verreck. Sehr cool. Ja. Bei dem anderen kriege ich nur noch 50% von dem Damage. Wie so ein Priesterschild. Friss mein Schild! Iron Man! Bringt sie Leben zurück, fehlgeschlagen, was ist das für eine Quest? Naja, irgendjemand, den man halt Leben zurückbringen sollte. Der jetzt ach, Scheiße! Ja, Mann. Das mit den Kodos, ah, fuck, einer hat mir noch gefehlt, oh Mann. Warst du gerade die Quest am machen, oder was? Ja, Mann. Django, hast du zufällig Quests dabei, mit denen du diese Waffen da anklicken kannst? Diese Waffenständer. Die Regale. Hier ist zum Beispiel noch eins. Warum? Ja, ja. Gibt zwei Stück gibt's da. Gibt auch ordentlich Erfahrungspunkte so. Es gibt ordentlich. Es gibt geile Items. Das sind so blaue. Das auch, ja. Wieso hast du sie überhaupt nicht angenommen? Immer alles mitnehmen. Der Typ gestern, weißt du, was der gemacht hat? Ich habe hier alles gepullt und war vorne in dem Raum drin. Und der stand hier, wo wir hier sind und hat rechts diese zwei Gruppen gepullt. Ja, ja, ich weiß schon. Dann hat der Heiler ihn geheilt, hat die Agro bekommen und ist umgeklappt. Hau rein da. Weil sonst wäre gar nichts passiert. Der hat super geheilt. Ich gehe auf den Deckel. Alles geheilt. Auf was geht's? Ah, Agro. Schon wieder. Oder besser gesagt, musste sie ständig abspucken. Dann gehen wir jetzt erst auf die Kleinen. Ah, jetzt weiß ich nicht. Heilig Zorn nicht an. Attacke! Erhöht die von Heiligzaubern verursachte Bedrohung um 80%. Ja, genau, der hat gefehlt. Den Skill hätten sie auch, wenn du das anmachst, zieht Sascha keine Agro mehr nennen können. Ja, hau rein!
Hast du Teil 2 schon angeguckt? Ja, Mann. Naja. Los, DPS. Ich meine, das Pad vom Hexer macht noch weniger Schaden als du. Friss mein Schild! Das hätte sie auf den Boss aufgefallen, ja. Iron Man. Das ist Team Iron Man. Hat Rocket. Krieger voll abgehen eigentlich. Ich weiß gar nicht, was du da machst, Django. Kannst mit dem Krieger voll brutal abgehen eigentlich. Die Rotation oder die Skills, die du davon benutzen musst, sind gar nicht so schwer. Ihr Los ist das eure. Oder liegt das an deinem Rechner? Ich glaube ja, du fliegst nicht mehr, wenn du dich schon ausgeguckt hast. Die Seiten so. Ja, okay. Aber das hätte der Hexer warf. Und schon wieder! Ja, super. Ja, du wurdest von dem Ad Damage rausgehauen. Ja, Mann. Deutlich. Was hat denn der für eine Skillung? Kampf oder was? Oder Waffen? Kampf, sage ich. Waffen. Ja, ich spiele auch mit meinem Krieger Waffen. Das geht ziemlich geil ab. Noch. Ist halt 80er andere Skillung. Aber. Ja, ja. Aber du hast da ja. Ja, die Rote ist ja nicht besonders schwer. Was war da? Du musst die ganzen Quads halt ausnutzen, die Verwundungsflächen erstmal drauf. Dann gibt es halt zwei verschiedene Herangehensweisen, je nachdem, ob du gegen den einzelnen Boss Gegner kämpfst oder gegen eine ganze Gruppe, weißt du? Und da ist die Gruppe. Weitreichende Schüsse haust du rein, kannst du diesen Todesschlag da machen und spalten und so. Das kommt da immer ganz gut an. Ansonsten musst du halt mal jeden Kopf von Überleben und so ausnutzen. Überleben sag ich, überwältigen. Und Siegesrausch. Ja, das nützt du auch immer, aber meistens kannst du das eh erst benutzen, wenn der Gegner gerade kaputt ist. Oder halt. Ja,
übrig hast, dann kannst du die halt raushauen. Aber du musst halt immer gucken, wenn du mehrere Gruppen sind, dass du den Todesschlag dem einen mitgibst, dann hast du gleich Siegesrausch, weißt du schon. Dann kannst du den gleich nochmal einsetzen und jedes Mal, wenn du einen tötest, kriegst du ja diesen Block. Wo habe ich einen links wiederbelebender da? Da ist einer gestorben. Ja schon, deswegen musst du halt... Ich hab dir damals gesagt, was du an die 1 und 2 und 3 und tralala drauf tust. Dann siehst du das halt, die wichtigsten Sachen. Du kannst direkt reagieren drauf. Ja, ne, das Block, das bekomme ich schon mit, aber optisch komme ich durcheinander. Ja, das kann die Player von den Mobs kaum unterscheiden. Ja, drück mal auf V. Dann siehst du die Namensplaketten von den Gegnern. Hölle ist. Jetzt hier. Das nennt man, glaube ich, Vibe, oder? Ja, im klassischen Sinne. Ich hätte die Situation eigentlich retten können, wenn ich nicht panisch irgendwelche Sachen drücken würde. Ich habe den Paladin so lange nicht gespielt. Cooldowns haben sie gekreuzt. Also, wenn du das eine benutzt, kannst du das andere nicht mehr benutzen und so ein Zeug. Und stehe ich immer blöd da so. Oh. Ich hätte zum Beispiel jetzt dich babbeln können, mich selber babbeln können. Und so Spielchen halt. Hätte ich dann noch so ein Skill, wo ich 40% vom Gruppendamage auf mich ablenken kann und so. Spielchen. Was denn? Heiler! Ja, haben wir. Ohne Heiler brauchst du ja hin und gehen. Das ist dieser Schamane da. Soll ich dem Ding geben? Segen der Weisheit, Sascha, oder? Mal liegen, der weiß das. Sorry, was war los? Wir sind nur so kurz gestorben. HQ kann ich Schild drücken.
2 ist mein Schild. Hier ist Bubble. Ne, der Schamane, der hat uns aber schon wiederbelebt. Der Hexer kann porten. Ja, der Hexer ist anscheinend auch eingelaufen. Ihr seid beide da am Eingang. Okay, der Hexer ist schon fast da. Du auch. Lüf euch mal. Ich muss unbedingt meine Interface später mal ändern, ey, das ist Scheißendreck. Mit AQ kann ich euch schillen, das ist meins. Komm, dein Schild bringt doch gar nichts. Doch. Göttlicher Schutz geht nicht. Was war gut? Ich bin gerade noch unter rein. Hab's nicht so ganz mitbekommen, aber der Hexer ist glaube ich an jedem Horn und so oder so. Nee, der Heilschamane hat trotzdem bekommen, als er sich nie in Bubble gebrüstet hat. Weil ich dann keine Akku mehr hab. Mann, wir müssen heute ITC Hardmode machen, Akan. Ich will vom Luftschiff das heroische Trinket. Gibt's. Kriegst du ein heroisches Ey, gestern war ich in so einem Crazy Bayern. Die haben die ganze Mucke spielen lassen. Das war voll chillig. Echt geile Mucke, ey. Die war überragend. Boah, die sind jetzt voll die Hüfte, die da kommen. Ich weiß nicht, an die Kante. Nein, die wollen schießen da. Ich bin rausgerannt. Ihr seid alles mit meinem Krippel. Gegen irgendwelche leuchtenden Tassen, das ist offensiv. Göttliches Blut, göttliches Blut. Göttliche Sachen. Da verlierst du echt den Überblick, Alter, bei dem Scheiß. Streetlight. Ich hab Agro. Oh, jetzt geht's gleich wieder hier. Marvel kommt. Wie heißt es? Kaprausch. Wie kann Attacke. Man als Totenbeschwerder sterben? Du bist so nutzlos. Dairon, versuch den Mut aufzubringen an meiner Seite. Oh!
Ja, hier schaffe ich ja, entweder fresse ich zu viel damit oder ich habe echt einen kleinen Lifepool, weil kommen alle nicht damit klar. Oh, der Heiler ist tot. Okay, nein. Ja, Mann, ich hab geheilt, Alter. Ja, wieso ist der tot? Keine Ahnung. Vom Anstimmen vielleicht. Ach so, Idiot. Wenn er nicht rankommt, ist er selber schuld. Das kann ich nicht verhindern. Aber kann ja passieren, wenn er sich nicht auskennt. Solange er sich nicht aufführt. Ich glaube, wir haben beide Kampfrausch gezündet, er und ich. Geht das? Nee, das geht nicht, gell? Das geht sogar 10 Minuten danach nicht mehr. Hoffentlich ist der wieder ready. Kommen wir da vorbei mit dem 69er schon, oder? Ja, ja. Wenn nicht, dann... Okay. Sweet life. Direkt noch, gell? Rüstung oder 61 erhöht, ist doch schön, schön. Ja, warte halt, ich will sehen, ob der da echt vorbeikommt. Okay. Der hat jetzt voll hin und her gedrückt, bis er um die Ecke gekommen ist. Das scheint echt ein Checker zu sein. Django, guck mal, da ist ein Freund für dich. Der Schamane. Iron Man! Dass er nach der fetten Wirbelaktion stehen bleibt und dann boah, voll auf den Boden kratzen wird. Ja, genau, Herausforderung. Ja, genau, Herausforderung. Hat aber keine Angst. Das, was du da gerade gefunden hast, das nützt dir nur was, wenn die dich auch schlagen. Also wenn die gerade nicht im Target haben, dann macht das nichts, weißt schon. Kampfrosch erst in 6 Minuten ready. Warte nur so lange. Scheiße, hier hätte ich zünden sollen. Warte mal, irgendwas passt nicht. Ein Rechner? Was? Was geht jetzt ab, Mann? Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt. Kernel Mode Treiber Version 196 reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. Anderen Namen ist ich hin. Ja, ich dachte schon, ich habe das Monitorkabel rausgezogen, weil ich hab es an der Wand. So blinkt das dann auch immer. Ja, ja, das Treiber Crash gerade irgendwie.
Okay, mit Neustart wieder behoben, aber. Naja. Attacke! Ich werde mein Gesicht mit eurem Blut bemalen! Ich werde mein Gesicht mit Schokosauce bemalen! Ich hätte dieses neue Interface. Ich hab die Gruppe gar nicht mehr im Blick, weißt du. Früher konnte ich voll schnell reagieren, so auch Sachen machen. Du bist hinter so eine Säule, Jungle. Euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen eine Warnung sein. Hinter so eine Säule. Ihr seid verdammt. Erhebt euch und folgt dem Willen des Meisters. Was für ein Blick. Ich kehre wieder. Eine Säule. Als Willi. Du wickst dich gleich. Raus da! Das ist ein Instant hier von mir gekommen. Ja, so ein Imber. Göttlicher Schutz, was ist denn damit passiert? Ach so, das sieht man gar nicht als Schild. Ah, krass. Ich wollte eigentlich dir die Mili-Bubble geben, dass du keinen Damage mehr machen kannst, damit er dich einholt. Und er ist halt irgendwie umgekippt und hat seinen Kopf gegen die Säule gestoßen. Ja, von dem dunklen Krachen davor gestanden. Ja, sowas wird es schon gewesen sein. Ich hatte jetzt nicht ernsthaft gemeint, dass er wirklich gegen die Säule gelaufen ist. Warte, retz dich. Du brauchst nicht reinlaufen. Streetlight. Okay, ich komm dich jetzt abholen, Django, da wo du draußen stehst. Nee, wenn du jetzt aus der Ini gehst, bist du jetzt ganz woanders. Bei der Minimap ist das so ein Augezeichen, weißt du. Sag mal so. Ja, okay. Aber es hätte Hexer war. Und schon wieder! Nein. Ja, du wurdest von dem Ad Damage rausgehauen. Ja, Mann. Na toll, nicht. Was hat denn der für eine Skillung? Kampf oder was? Oder Waffen? Waffen. Kampf, sag ich. Waffen. Ja, ich spiele auch mit meinem Krieger Waffen. Das geht ziemlich geil ab. Noch. Das ist halt 80er andere Skillung. Aber. Ja. Aber du hast da ja. Die Rote ist ja nicht besonders schwer. Was war da? Du musst die ganzen Quads halt ausnutzen, die Verbundflächen erstmal drauf halten.
Dann gibt es halt zwei verschiedene Herangehensweisen, je nachdem, ob du gegen den einzelnen Boss Gegner kämpfst oder gegen eine ganze Gruppe, weißt du? Wenn du halt gegen die Gruppe kämpfst, dann weitreichende Stöße haust du rein, kannst du diesen Todesschlag da machen und spalten und so. Das kommt da immer ganz gut an. Ansonsten musst du halt mal jeden Kopf von Überleben und so ausnutzen. Überleben sag ich, überwältigen. Und Siegesrausch. Ja, ja, das nützt du auch immer, aber meistens kannst du das eh erst benutzen, wenn der Gegner gerade kaputt ist. Oder halt. Ja, dann sagst du den Siegesrausch, dass ich überhaupt gar nicht. Wenn du gut übrig hast, dann kannst du dir halt raushauen. Aber du musst halt immer gucken, wenn du mehrere Gruppen sind, dass du den Todesschlag dem einen mitgibst, dann hast du gleich Siegesrausch, weißt du schon. Dann kannst du den gleich nochmal einsetzen und jedes Mal, wenn du einen tötest, kriegst du diesen Block. Wo habe ich ihn links wiederbeleben, Alter? Da ist einer gestorben. Ja schon, deswegen musst du halt... Ich hab dir damals gesagt, was du an die 1 und 2 und 3 und tralala drauf tust. Dann siehst du das halt, die wichtigsten Sachen. Du kannst direkt reagieren drauf. Ja, ne, das Plot, das bekomme ich schon mit, aber optisch komme ich durcheinander. Ja, das kann die Player von den Mobs kaum unterscheiden. Ja, drück mal auf V. Dann siehst du die Namensplaketten von den Gegnern. Himmel und Hölle ist. Und jetzt hier. Das nennt man, glaube ich, Vibe, oder? Ja, im klassischen Sinne. Ich hätte die Situation eigentlich retten können, wenn ich nicht panisch irgendwelche Sachen drücken würde. Ich hätte den Paladin so lange nicht gespielt. Cooldowns haben sie gekreuzt. Also, wenn du das eine benutzt, kannst du das andere nicht mehr benutzen und so ein Zeug. Und stehe ich immer blöd da so. Oh. Ich hätte zum Beispiel jetzt dich babbeln können, mich selber babbeln können. Und so Spielchen halt. Hätte ich dann noch so ein Skill, wo ich 40% vom Gruppendamage auf mich ablenken kann und so. Spielchen.
Was denn? Heiler! Ja, ja, haben wir. Ohne Heiler brauchst du ja hin und gehen. Das ist dieser Schamane da. Soll ich dem Ding geben? Segen der Weisheit, Sascha, oder? Immer Segen der Weisheit. Das. Sorry, was war los? Wir sind nur so kurz gestorben. AQ kann ich Schild drücken. Zwei ist mein Schild. Hier ist Bubble. Nee, der Schamane, der hat uns aber schon wiederbelebt. Der Hexer kann porten. Ja, der Hexer ist anscheinend auch eingelaufen. Ihr seid beide da am Eingang. Okay, der Hexer ist schon fast da. Du auch. Hilf euch mal. Ich muss unbedingt meine Interface später mal ändern, ey, das ist Scheißendreck. Da AQ kann ich euch schildern, das ist meins. Komm, dein Schild bringt doch gar nichts. Göttlicher Schutz geht nicht. Was war gut? Mein Ding gerade noch nicht unterwegs. Ich hab's nicht so ganz mitbekommen, aber der Hexer ist, glaube ich, angegriffen worden und so. Nee, der Heilschamane hat trotzdem bekommen, als er sich nie über die gebrüstet hat. Weil ich dann keine Agro mehr hab. Mann, wir müssen heute hier Hardmode machen, Arkan. Ich will vom Luftschiff das heroische Trinket. Gibt's. Kriegst nur heroisches Streetlife! Ey, gestern war ich in so einem, Busy Bayern, die haben die ganze Mucke spielen lassen, das war voll chillig, echt geile Mucke, ey, die war überragend. Boah, die ganze Zeit voll die Hüfte, die da nicht an, ich voll schief gelassen. Ich bin rausgerannt. Ihr seid alles mit meinem Krippel.
irgendwelche leuchtenden Tasten, das ist auch ganz gut. Göttliches Blut, göttliches Blut, göttliches Blut. Da verlierst du echt den Überblick, Alter, bei dem Scheiß. Streetlight. Ich hab Agro. Oh, jetzt gibt's gleich wieder hier Marvel kommen. Wie heißt es? Kaprausch. Wie kann Attacke. Man als Totenbeschwerder sterben? Du bist so nutzlos. Dairon, versuch den Mut aufzubringen an meiner Seite. Ich krieg nur 50% von dem. Ich hab die Angst. Bam. Ich hab mich verreckt. Entweder fresse ich zu viel damit oder ich habe echt einen kleinen Lifepool, weil haben alle nicht damit klar. Oh, der Heiler ist tot. Okay, nein. Ja, Mann, ich habe geheilt, Alter. Ja, wieso ist der tot? Keine Ahnung. Vom Ansturm vielleicht. Ach so, Idiot. Wenn er nicht rankommt, ist er selber schuld. Das kann ich nicht verhindern. Aber kann ja passieren, wenn er sich nicht auskennt. Solange er sich nicht aufführt. Ich glaube, wir haben beide Kampfrausch gezündet, er und ich. Geht das? Nee, das geht nicht, gell? Dann mal wettigen. Das geht sogar 10 Minuten danach nicht mehr. Hoffentlich ist Wettigung wieder ready. Kommen wir da vorbei mit dem 69er schon, oder? Ja, ja. Wenn nicht, dann... Okay. Live. Direkt noch, gell? Rüstung auf 61 erhöht ist doch schön, schön. Ja, warte halt, ich will sehen, ob der da echt vorbeikommt. Okay. Der hat jetzt voll hin und her gedrückt, bis er um die Ecke gekommen ist. Das scheint echt ein Checker zu sein. Django, guck mal, da ist ein Freund für dich. Der Schamane. Iron Man! Dass er nach der fetten Wirbelaktion stehen bleibt und dann boah, voll auf den Boden kratzen wird. Ja, genau. Herausforderungsflug. Hat aber keine Ahnung. Das, was du da gerade gezündet hast, das nützt dir nur was, wenn die dich auch schlagen. Also wenn die gerade nicht im Target haben, dann macht das nichts, weißt schon. Oh!
mehr aus dem Kopf. Kampffrosch erst in 6 Minuten ready. Warte nur so lange. Scheiße, ich hätte nicht zünden sollen. Warte mal, irgendwas passt nicht. Mein Rechner. Was? Was geht jetzt ab, Mann? Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt. Kernel Mode Treiber Version 196 reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. Anderen Namen ist es hin. Ja, ich dachte schon, ich habe das Monitorkabel rausgezogen, weil ich hab das an der Wand. So blinkt das dann auch immer. Ja, ja, das Treiber Crash gerade irgendwie. Ich bin mit dem Neustart wieder behoben, aber. Naja. Attacke! Ich werde mein Gesicht mit eurem Blut bemalen! Ich werde mein Gesicht mit Schokosauce bemalen! Ich hätte dieses neue Interface. Ich hab die Gruppe gar nicht mehr im Blick, weißt schon. Früher konnte ich voll schnell reagieren, so auch Sachen machen. Du bist hinter so eine Säule, Jungle. Euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen eine Warnung sein. Hinter so eine Säule. Ihr seid verdammt. Erhebt euch und folgt dem Willen des Meisters. Was für ein kehre wieder. Eine Säule. Als wenig. Du Wichser, ich weiß. Raus da. Das ist ein Instant hier von mir gekommen. Ja, so ein Imba. Göttlicher Schutz, was ist denn damit passiert? Ach so, das sieht man gar nicht als Schild. Ah, krass. Ich wollte eigentlich dir die Mili-Bubble geben, dass du keinen Damage mehr machen kannst, damit er dich einholt. Und er ist halt irgendwie umgekippt und hat seinen Kopf gegen die Säule gestoßen. Ja, von dem dunklen Krachen davor gestanden. Ja, ja, irgendwie sowas wird es schon gewesen sein. Ernsthaft gemeint, dass er wirklich gegen die Säule gelaufen ist. Warte, rettet dich. Du brauchst nicht reinlaufen. Streetlight. Okay, ich komm dich jetzt abholen, Django, da wo du draußen stehst. Nee, nee, wenn du jetzt aus der Ini gehst, bist du jetzt ganz woanders. Bei der Minimap ist das so ein Augezeichen, weißt schon. Was denn? Ein Heiler! Ja, ja, haben wir. Ohne Heiler brauchst du ja in die Ini gehen. Das ist dieser Schamane da.
Soll ich dem Ding geben? Segen der Weisheit, Sascha, oder? Mal Segen der Weisheit. Das. Sorry, was war los? Wir sind nur so kurz gestorben. AQ kann ich Schild drücken. 2 ist mein Schild. Nee, ist Bubble. Nee, der Schamane, der hat uns aber schon wiederbelebt. Der Hexer kann porten. Ja, der Hexer ist anscheinend auch eingelaufen. Ihr seid beide da am Eingang. Okay, der Hexer ist schon fast da. Du auch. Hilf euch mal. Ich muss unbedingt mein Interview später mal ändern, ey, das ist Scheißendreck. Mit AQ kann ich euch schillen, das ist meins. Komm, dein Schild bringt doch gar nichts. Doch. Göttlicher Schutz geht nicht. Was war gut? Nee, der Heilschamane hat trotzdem bekommen, als er sich nie über die gebrüstet hat. Weil ich dann keine Agro mehr habe. Mann, wir müssen heute ICT Hardmode machen, AK. Ich will vom Luftschiff das heroische Trinket. Gibt's. Kriegst nur heroisches. Ey, gestern war ich in so einem Busy Bayern. Die haben die ganze Mucke spielen lassen. Das war voll chillig. Echt geile Mucke, ey. Die war überragend. Boah, die ganze volle Hütte, die da ist. Ich kann mich alles nicht an die Ich bin rausgerannt. Ihr seid alles mit meinem Krippel. Gegen irgendwelche leuchtenden Tassen, das ist auch ganz gut. Göttliches Blut! Göttliches Blut! Göttliches Blut! Da verlierst du echt den Überblick, Alter, bei dem Scheiß. Streetlife! Ich hab Agro!
Iron Man! Oh, jetzt gibt's gleich wieder hier. Marvel kommt. Wie heißt es? Kapprausch. Wie kann Attacke. Man als Totenbeschwerder sterben? Du bist so nutzlos. Dairon, versuch den Mut aufzubringen an meiner Seite. Ich krieg nur 50% von dem. Ich hab die Angst. Der hier schaut nicht verreckt. Nein, ich kann nicht machen. Entweder fress ich zu viel Damage oder ich hab echt einen kleinen Lifepool, weil. Kommen alle nicht damit klar. Oh, der Heiler ist tot. Okay, nein. Ja, Mann, ich hab geheilt, Alter. Ja, wieso ist der tot? Keine Ahnung. Vom Anstimmen vielleicht. Achso, Idiot. Wenn er nicht rankommt, ist er selber schuld. Das kann ich nicht verhindern. Aber kann ja passieren, wenn er sich nicht auskennt. Solange er sich nicht aufführt. Ich glaube, wir haben beide Kampfrausch gezündet, er und ich. Geht das? Nee, das geht nicht, gell? Das geht sogar 10 Minuten danach nicht mehr. Hoffentlich ist Sättigung wieder ready. Kommen wir da vorbei mit dem 69er schon, oder? Ja, ja. Wenn nicht, dann. Okay. Red live. Direkt noch, gell? Rüstung und 61 erhöht ist doch schön. Ja, warte halt, ich will sehen, ob der da echt vorbeikommt. Okay. Der hat jetzt voll hin und her gedrückt, bis er um die Ecke gekommen ist. Das scheint echt ein Checker zu sein. Django, guck mal, da ist ein Freund für dich. Der Schamane. Iron Man! Fehlt nur noch, dass er nach der fetten Wirbelaktion stehen bleibt und dann boah, voll auf den Boden kratzt. Ja, genau, Herausforderung. Ja, genau, Herausforderung. Was du gerade gefunden hast, das nützt dir nur was, wenn die dich auch schlagen. Also wenn die gerade nicht im Target haben, dann macht das nichts, weißt schon. Oh!
Kampfrosch erst in 6 Minuten ready. Warte nur so lange. Scheiße, hier hätte ich nicht zünden sollen. Warte mal, irgendwas passt nicht. Am Rechner? Was? Was geht jetzt ab, Mann? Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt. Kernel Mode Treiber Version 196 reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. Anderen Namen ist es hin. Ja, ich dachte schon, ich habe das Monitorkabel rausgezogen, weil ich hab. Ist an der Wand. So blinkt das dann auch immer. Ja, das ist Treiber Crash gerade irgendwie. Ich bin mit dem Neustart wieder behoben, aber. Naja. Attacke! Ich werde mein Gesicht mit eurem Blut bemalen! Ich werde mein Gesicht mit Schokosauce bemalen! Ich hätte dieses neue Interface geändert. Ich hab die Gruppe gar nicht mehr im Blick, weißt du. Früher konnte ich voll schnell reagieren, so auch Sachen machen. Du bist hinter so eine Säule, Jungle. Euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen eine Warnung sein. Hinter so eine Säule. Ihr seid verdammt. Erhebt euch und folgt dem Willen uns. Des Meisters. Was für ein Ich kehre wieder. Eine als Willi. Du Wichser, ihr seid. Raus da. Das ist ein Instant hier von mir gekommen. So ein Imba. Göttlicher Schutz, was ist denn damit passiert? Ach so, das sieht man gar nicht als Schild. Ah, krass. Ich wollte eigentlich dir die Mili-Bubble geben, dass du keinen Damage mehr machen kannst, damit er dich einholt. Und er ist halt irgendwie umgekippt und hat seinen Kopf gegen die Säule gestoßen. Ja, von dem dunklen Krachen davor gestanden. Ja, irgendwie sowas wird es schon gewesen sein. Ernsthaft gemeint, dass er wirklich gegen die Säule gelaufen ist. Warte, rettet dich. Du kannst nicht reinlaufen. Streetlight. Okay, ich komm dich jetzt abholen, Django, da wo du draußen stehst. Nee, wenn du jetzt aus der Ini gehst, bist du jetzt ganz woanders. Bei der Minimap ist das so ein Augezeichen, weißt du schon. Vom Anstimmen vielleicht. Achso, Idiot. Wenn er nicht rankommt, ist er selber schuld, das kann ich nicht verhindern. Aber kann ja passieren, wenn er sich nicht auskennt. Solange er sich nicht aufführt. Ich glaube, wir haben beide Kampfrosch gezündet, er und ich. Geht das? Nee, das geht nicht, gell? Das geht sogar 10 Minuten danach nicht mehr. Hoffentlich ist Sättigung wieder ready. Komm mal da vorbei mit dem 69er schon, oder? Ja. Wenn nicht, dann... Okay. Red live! Direkt noch, gell? Rüstung oder 61 erhöht ist doch schön. Ja, warte halt, ich will sehen, ob der da echt vorbeikommt. Okay. Der hat jetzt
voll hin und her gedrückt, bis er um die Ecke gekommen ist. Das scheint echt ein Checker zu sein. Django, guck mal, da ist ein Freund für dich. Der Schamane. Iron Man! Dass er nach der fetten Wirbelaktion stehen bleibt und dann boah, voll auf den Boden kratzen wird. Ja, genau, Herausforderung. Ja, genau, Herausforderung. Hat aber keine Angst. Das, was du da gerade gezündet hast, das nützt dir nur was, wenn die dich auch schlagen. Also wenn die gerade nicht im Target haben, dann macht das nichts, weißt schon. Kampfrosch erst in 6 Minuten ready. Warte nur so lange. Scheiße, hier hätte ich nicht zünden sollen. Warte mal, irgendwas passt nicht. Ein Rechner? Was? Was geht jetzt ab, Mann? Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt. Kernel Mode Treiber Version 196 reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. Anderen Namen ist es hin. Ja, ich dachte schon, ich habe das Monitorkabel rausgezogen, weil ich hab das an der Wand. So blinkt das dann auch immer. Ja, ja, das Treiber crasht gerade irgendwie. Ich bin mit dem Neustart wieder behoben, aber naja. Attacke! Ich werde mein Gesicht mit eurem Blut bemalen! Ich werde mein Gesicht mit Schokosauce bemalen! Ich hätte dieses neue Interface. Ich hab die Gruppe gar nicht mehr im Blick, weißt du schon. Früher konnte ich voll schnell reagieren, so auch Sachen machen. Du bist hinter so eine Säule, Jungle. Euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen eine Warnung sein. Hinter so eine Säule. Ihr seid verdammt. Erhebt euch und folgt dem Willen des Meisters. Was für ein Blick. Ich kehre wieder. Eine Säule. Eure Stiefel!
Go, Django! Als Willi. Du Wichser, ich weiß. Raus da! Das ist ein Instant hier von mir gekommen. Ja, so ein Imba. Göttlicher Schutz, was ist denn damit passiert? Ach so, das sieht man gar nicht als Schild. Ah, krass. Ich wollte eigentlich dir die Mili-Bubble geben, dass du keinen Damage mehr machen kannst, damit er dich einholt. Und er ist halt irgendwie umgekippt und hat seinen Kopf gegen die Säule gestoßen. Ja, von dem dunklen Krachen davor gestanden. Ja, ja, irgendwie sowas wird es schon gewesen sein. Hatte jetzt nicht ernsthaft gemeint, dass er wirklich gegen die Säule gelaufen ist. Warte, rettet dich. Du brauchst nicht reinlaufen. Streetlight. Okay, ich komm dich jetzt abholen, Django, da wo du draußen stehst. Nee, nee, wenn du jetzt aus der Ini gehst, bist du jetzt ganz woanders. Bei der Minimap ist das so ein Augezeichen, weißt du schon. Ja. Augezeichen. Geh mal da raus, ich komme dich jetzt abholen mit meinem Buff dann. Gehen wir in die Tundra. Läuft in der Knochenhöhle rum, der Typ. Du warst vorhin in der Knochenhöhle, Mann. Da ist der Strand. Ja, sowas. Ja, hast du kein Pferd, Mann? Ja, boreanische Tundra, das ist eine andere Zeppelin. Ja, wenn wir uns jetzt beeilen, dann schaffen wir den noch, der steht da. Pölle ist noch nicht an. Go, 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 go. Hochreiten. Fährt gerade los. Komm, 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 komm. Schaffst du es? Ja. Ui. Noch auf meinem Pferd, Alter. Was hast du mit dem gemacht? Naja, das stimmt. Wenn du einmal hängen bleibst, verschnitt. Seid gegrüßt. Ich muss mal für 15 Minuten eine Stunde AFK. Ich hab dir Lied, wenn du Ding jetzt machen willst. Wohin gehst du? Ja, ich muss ein bisschen telefonieren. Mach das doch nachher. Sachen auch erledigen, hey, ich hocke auch im Boxershort hier rum. Street Life! Ich wollte eigentlich zum Bäcker gehen und mir diese Putenwiener kaufen. Schmecken voll geil. Flügelrollolololol. Warst du hier schon mal? Jo, bis gleich. Okay, okay, okay. Dann ich mal Freundschaft, ich muss einen Briefkasten finden.
Ich hab ihn schon. Oder brauchst du ihn auch? Also mit den kleinen Taschen will ich gar nicht lange rumzuholen. Verkauf sie einfach oder schmeiß sie weg. Wenn du mir nette Stoff gibst, mache ich dir neue. Also 16er sollte schon Minimum sein, weißt du? Kannst nur 4 bei dir jetzt anlegen und die eine kannst du in die Bank tun. Wenn du 8er und 10er und 12er Taschen drin hast, müsste jetzt dein Platz krass steigen. Du kannst hier noch gar nicht fliegen, oder? Warst du schon bei den Taungern? Das ist so ein Dorf im Osten von dem Gebiet hier. Taungkale heißt es. Wie weit warst du da mit den Quests? Elementare bewerfen. Naja, wurscht. Wir können in den oberen Stockwerk gehen und dann zum Bärsteinfluss rüberfliegen. Ich habe mit dem Nexus noch zu tun hier. Soll ich dir den Weg zeigen? Oder weißt du, wie man aufs Dach kommt? Ja, ja, da, wo es dann halt, wo man oben fliegen kann. So ein geiles Rentier, oder? Ja, ist auch so ein Weihnachtszeug. Ich verbrate es nur, damit es endlich weg ist. Lauter Müll in meinem Tisch. Ich habe mir vorgenommen, alles zu verbraten, damit es meine Quere kommt. Hier. This side. Ich habe euch erwartet. Okay, dann fliegen wir mal zum Bernsteinfluss. Gucken wir mal, was du dort zu tun hast. Habt günstige Winde. Da schwebt der Sascha. Gold hast du mittlerweile. Ja, diese Foliant, mit dem du hier fliegen kannst, kostet 1000er. Ja, duale Talents-Dingsbums würde ich noch warten. Weil das mit dem Fliegen bringt dich halt schneller voran, weißt du? Mit dem einen Skill kommst du ja noch ganz gut zur Rande. Ja, aber du kriegst ja schon für die ganzen Quests, die du machst, auch eine ganze Menge Gold in den Arsch geblasen. Ist jetzt nicht zum Bärsteinfluss geflogen? Ist ja ganz woanders. Außenposten vom Borgrock. Ja, Bärsteinfluss und Außenposten vom Borgrock sind zwei verschiedene Orte. Ja, warte da, ich komm da hin, ist besser. Oder besser gesagt... Den Bernsteinfluss ist da, wo ich gerade stehe. Ja, ist kein Problem, ist sogar besser.
Pflanze zerstört.